Katrin hat zwar jetzt Baby Elara, allein fühlt sie sich trotzdem. Ernährer und Doppelpapi Mo ist brav bei der Arbeit im Hanfshop. Die eine Freundin, die sonst immer da ist, hat auch gerade keine Zeit. Katrin hat den Blues. Dann mal anrufen und schauen, wer heute mit uns rausgeht. Wer Zeit hat mit uns am Spielplatz zum Gehen, Elara? Ha? Schauen wir mal, wer Zeit hat. Es ist voll schön, mit der Elara einen Tag allein verbringen, weil somit weiß ich, okay, ich erziehe es, ich bringe ihr alles bei. Aber es ist ja relativ langweilig nach der Zeit, weil man wünscht sich doch öfters wen zum Reden, so Mama-Gespräche austauschen, hey, mein Kind kann das oder so und so. Ja, passt. Trotzdem danke. Ja, das nächste Mal sicher dann wieder. Ja, sonst nächste Woche passt. Ja, passt, dann sehen wir sie Ende der Woche einmal. Das heißt, du kommst auch nicht mit mir. Ich hätte wohl doch gehofft, dass es besser wird. Aber auch nicht wirklich ist besser geworden. Also finden zum Reden übers Telefon, ja, wirklich aussehen, Zeit finden für die Kleine und für mich weniger. Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Zum Glück ist die fast 10 Monate alte Elara ja schon so weit in ihrer Entwicklung und kann auch schon fast mit der Mama plaudern, gell, Katrin? Ja, wir konnten ja eh schon so viel plauschen. Mit der Mama plauschen? Die Entwicklung von der Lara ist eigentlich ziemlich schnell gegangen. Wenn ich mir da andere Kinder mit 10 Monaten anschaue, da ist sie wesentlich weiter und schneller vorne. Fällt schon auf. Sie ist ein bisschen intelligent. Schau mal her, Elara. Das sind Marienkäfer. Schau her. Schau, da ist der Marienkäfer. Und der hat so viel Krabbeln. Ich schaue, dass ich viel rede mit der Elara, dass ich ihr alles beschreibe, alles erkläre, was wir sehen, was die Umgebung einfach um sich bringt, einfach wegen dem Redefluss. Sie redet eigentlich eh schon relativ viel und brav, also Wörter, die was wir kennen, sind Mama, Papa, Danke und Katze. Das ist irgendwie Hauptthema. Elara, du willst jetzt nicht zufälligerweise Mama sagen? Hey, du! Sag mal Mama. Hey, Elara, sag mal Mama. Ja, es ist der Vorführeffekt von Elara, aber ich kann versichern, sie kann Papa sagen, sie kann Mama sagen, sie kann Danke, sie kann Bitte, Bitte machen und fast sagen. Hey, sag mal Katze. Katze. Sie plauscht alles nach. Sie probiert gerade auf Wiedersehen noch zu sagen, weil ich gerade sehr oft auf Wiedersehen sage statt Papa, weil da sind wir schon zu Komplikationen gekommen zwischen Papa und Papa. Jetzt sind wir auf Wiedersehen und auf Wiedersehen klappt. Und im Endeffekt, ja, keiner tut es relativ viel halt. Vorführeffekt. Von einem Zweifachpapa zum nächsten und somit nach Linz. Mo hat alles. Freundin, Ex-Freundin, Job, Zuhause. Was fehlt? Der Führerschein. Katrin, die ihm Töchterchen Nummer 2 schenkte, hat ihn schon und hat Mo zur ersten Fahrstunde gefahren. Guten Morgen. Guten Morgen, Marisa. Da muss das Baby ein bisschen wegstellen. Genau, mit Toni. Stößt du, ja. Genau. So, schau her, Marisa. Das ist der Franzi. Und den hast du heute erst eine Stunde gefahren. Du hast die Freude mit mir. Das ist schön, die Freude ist ganz meinerseits. Hoffentlich geht es nicht die Jammer über. Ah, das wird schon das Problem. Schaut, der Lama reagiert schon aus Angst. Ja, genau. Angst um mich, ich habe Angst ums Auto. Mit der Gangschaltung wird es bei mir happern. Das sehe ich jetzt schon. Weil ich und Gangschaltung bin mein Leben noch nicht gegangen, also mit Gang gefahren. Also, jetzt ziemlich happern. Ja, super. Sehr gut. Hausauto nicht zusammen? Nein, ich versuch's. Es ist so irgendwie klischeehaft, stößt die Gummibaum auf. Ich hab Angst um ihn. Naja, nicht um mein Auto. Fahrt nicht zu meinem Auto zu. Ich bin so voll kaskoversichert, aber ich bitte nicht. Erst recht. Aber du willst eh schon immer an der Decke. Du hast recht. Und du tust. Das geht gar nicht. Du musst einmal gescheit fahren lernen. Nein, wir nehmen dich bitte einfach und fahr gescheit und tu gescheit. Und bau keinen Unfall. Ja, fernhalten von meinem Auto. Los geht's. Was Mo bereits kann, Stapler fahren, hat er das doch schon mal beruflich gemacht. Nachdem du ein geschickter Bursch bist, könnte man schon eine Vorübung machen.
dass da nicht fad wird. Versuchen wir mal in die Garage. So langsam. Man, das ist sauknapp. Eines kommt einem zugute, ein Stapler vor der Reihe, muss man sagen. Da ist schon ein bisschen Potenzial drinnen. Für Mo bedeutet Auto Lebensgefühl und Freiheit. Ich möchte mich doch da abbringen können und möchte ungebunden sein von irgendwelchen anderen Leuten oder von öffentlichen Verkehrsmitteln. Und deswegen klemme ich mich da jetzt einfach dahinter, dass ich den Autoführerschein fertig mache. Sobald ich den fertig habe, kann ich da schon passen. Ich habe einen Zettel. Alles drum und dran, ich kann Chloe jetzt danach holen. Selber. Zur Erinnerung, Chloe ist Moos Erstgeborene. Na ja. Weißt du? Wir haben es überlebt. Herrlich.